Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist. Gott bist auch von der Auferstehung. Und Vater, wir danken dir einfach, dass wir heute Abend dürfen dein Wort anschauen bezüglich dem Thema von der Auferstehung. Und dass wir einfach können sehen, wie und was dass du geplant hast und was wir auch können erwarten können. Danke, Herr, dafür, dass du auch mit dem Heiligen Geist uns hilfst, dass wir können lernen, dass wir können verstehen, dass wir können sehen, so eine Offenbarung ist in Jesu mächtigem Namen. Amen. Ist es okay für dich, wenn ich Hochdeutsch, Schrift, nein, Berndeutsch rede? Ich weiß auch nicht mehr, was ich rede, aber. Genau. Aber im Hebräer Kapitel 6, da haben wir ja in den ersten zwei Versen haben wir die Auflistung, unter anderem, wo ja der Paulus sagt, wenn man davon ausgeht, dass der Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, Hebräer Kapitel 6, im Vers 1 und Vers 2. Und er sagt, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang oder von der Anfangslehre des Christus verlassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also Grundlegung vom christlichen Glauben ist unter anderem, wie es da heisst, Buß von toten Werk. Das sollte ein Einmaleins sein von uns, dass wir da, wenn wir dort getestet und abgefragt werden, dass wir da in- und auswendig Bescheid geben könnten. Das Buß von toten Werk, vom Glauben an Gott, von der Lehre, von den Wäschungen, das beinhaltet Taufen, von der Handauflegung, die Doktrin. Und dann ist die nächste Doktrin, ist die Doktrin oder die Lehre der Totenauferstehung. Also das ist auch eine von diesen Grundlehren vom christlichen Glauben. Und nachher noch vom ewigen Gericht. Das wär noch das andere, oder? Aber dass wir da sehen, dass Totenauferstehung ist nicht irgendwie einfach etwas Herbeigerufenes, sondern die Bibel redet von der Auferstehung, insbesondere als eine von der Grundlehren, etwas, das fundamental ist, auch für unseren Glauben. Wir verstehen, dass in vielen, wenn nicht fast allen Religionen, ist die Unsterblichkeit etwas, das verkündigt wird. Entweder ist es eine Reinkarnation oder man kommt in eine Unsterblichkeit oder in einen Himmel, in ein Paradies, in ein Nirvana, in ein irgendetwas, kommt man in eine Ewigkeit ein, in vielen, in den meisten Religionen. Und ist auch somit auch eine Auferstehung, ist nicht nur in unserem Kreis oder im christlichen Kreis etwas, das gelehrt wird. Natürlich ist es sicher anders, in anderen Religionen wird das anders gelehrt und hat das andere Zusammenhang. Griechen zum Beispiel, die antiken Griechen, die haben auch geglaubt, unter anderem, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, insbesondere für die Seele. Dass die Seele nach dem Tod weiterleben tut. Sie haben aber auch geglaubt, dass der Körper eigentlich die Ursache ist von allem Bösen. Also der Körper, obwohl die Griechen eigentlich relativ noch einen grossen Körperkult geübt haben sie gleich in einem gewissen Denken, ihrer Lebensweise, haben sie immer wieder gedacht, was körperlich, was fleischlich ist, das ist schlecht. Und wenn wir sterben, ist das eigentlich für sie eher ein Gewinn gewesen, weil dann sind sie endlich der dreckige Körper sind sie los gewesen in ihren Augen und können mit ihrer Seele ins Paradies gehen oder in die Ewigkeit gehen. Im Christlichen hat es eine gewisse Lehre gegeben, Gnostik, die eine falsche Lehre war, wo der Anfang von der Apostelgeschichte entstanden ist, Gnostik. Und Gnostik oder Gedankengut von der Gnostik bis heute überlebt haben. Und Gnostik teilt diese Meinung auch. Gnostik lehrt auch, dass alles, was fleischlich ist, ist schlecht, ist böse. Und alles, was eben nicht fleischlich ist, ist gut, oder? Und von dort her kommen nachher vielleicht auch gewisse Sachen, die so auch in christliche Glauben manchmal übertragen worden ist, dass alles, was mit Welt zu tun hat, was mit Fleisch zu tun hat, was mit dem Körper zu tun hat, ist schlecht, oder?
Oder der Körper an und für sich ist schlecht. Und wie viele Christen oder wie viele Menschen haben das Problem mit ihrem Körper oder mit der Annahme von ihrem Körper? Das, ich glaube, das kommt auch unter anderem aus dieser Lehre raus oder aus, ja, aus Teil von dieser Lehre, dass eben Körper schlecht ist. Aber Körper ist gut. Gott hat den Körper geschaffen, oder? Auch Jesus ist ja erstaunlich, dass das erste Wunder, das er tut, er geht an eine Hochzeit, oder? Eine Hochzeitsgesellschaft, das Ehepaar oder das Brautpaar sicher auch nicht nur als geistlicher Denk hat, sondern auch sehr wohl auch attraktiv gsi isch zueinander, dass sie sich bewusst gsi sind, so wie es im ersten Buch Mose, wie es auch nachher in Matthäus heisst, dass die zwei Vater und Mutter verlassen haben, um eins Fleisch zu werden, oder? Wo ja auch fleischliches, körperliches, erotisches drin gsi isch. Aber in verschiedenen Religionen und auch manchmal in gewissen verschiedenen Aspekten vom Christentum oder falschen Lehren vom Christentum ist das Körperliche immer als etwas Schlechtes angeschaut worden. Die Bibel geht aber nicht davon aus, dass der Körper schlecht ist. Amen. Und von daher ist es auch etwas, wo wir müssen uns bewusst sein, also der Tod ist nicht in dem Sinn einfach ein Abwerfen von dem Körper, wo Abfall, wo Mühsal ist oder ja, dem werden wir nichts mehr zu tun haben, sondern in der Auferstehung, insbesondere in der Auferstehung, ist auch ein Körper, wo wieder da wird sein, oder, wo wir wieder werden bekommen. Und Jesus Christus, dass wir auch wissen, dass in der Fleischwerdung von Jesus Christus, das ist ja auch etwas, wo wir sehen können, dass wenn Fleisch dermaßen schlimm wäre, wenn Körper dermaßen schlimm wäre, und das ist, man muss sich jetzt vielleicht fragen, warum redest du jetzt über das Fleisch, warum redest du jetzt über den Körper, weil das offensichtlich gleich ein wichtiger Anteil ist, ein wichtiger Aspekt ist, wie wir eben auch mit unserem Körper umgehen oder was für ein Verständnis, das wir von unserem Körper haben und wissen, dass das auch etwas ist, was Gott geschaffen hat. Jesus selber, von ihm heißt es ja im Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das ist am Anfang gewesen. Und dann heißt es im Vers 14 doch, und das Wort wurde Fleisch. Wenn Fleisch, wenn Körper so schlimm wäre, wenn Körper so etwas Negatives wäre, warum hat er das auf sich genommen, dass er Fleisch geworden ist, oder? Der hätte ja einfach nur können in Geist und in Seele kommen, oder? Aber er ist in Gestalt vom Fleisch gekommen, in Gestalt von einem Körper ist er gekommen. Und der Körper, den wir haben, ist etwas, das Gott geschaffen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus einem christlichen Verständnis verstehen, weil es eben auch die negative Sicht gibt. Und weil es eben auch viele Leute gibt, die mit dem eigenen Körper Probleme haben. Oder dass man den Körper nicht annimmt. Oder dass man sich wüst findet. Oder nicht schön. Oder nicht lieb oder was auch immer. Gott hat den Körper geschaffen. Und Jesus selber ist in den Körper gekommen. Jesus selber ist Fleisch geworden. Der Körper ist nichts Schlechtes. Und dass man sieht, dass auch in der Auferstehung Gott insbesondere unseren Körper auch wird auferstehen lassen. Dass unser Körper ein neues Wesen bekommt. Und lass uns mal da zu 1. Korinther Kapitel 15 aufschlagen und drei Verse lesen da. 1. Korintherbrief Kapitel 15. Und da lesen wir die Verse 21 bis 23.
Da heißt denn da ja, durch einen Menschen, das ist Adam gsi, der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Also Jesus Christus, er ist der Erste, der auferstanden ist, das verstehen wir sicher, oder? Es heißt ja auch da, dass er der Erste wird sein, er ist der Erstling, er ist der Erste, der auferstanden ist. Und auch der Erste, der auferstanden ist in dem neuen Körper, in dem Auferstehungskörper. Und genauso wie wenn er das Beispiel nimmt, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das ist schon recht, Verse 21 bis 23 sind wir. Dort, genauso wie der Adam schuldig geworden ist und der Tod durch die Sünde, Tod in die Welt gebracht hat oder in eine Generationenfolge hineingebracht hat, in eine Vererbung, in die menschliche DNA, könnte man sagen. Genauso hat Christus, hat er die, die an ihn glauben, hat er lebendig gemacht. Und dass wir in ihm können leben. Und das heisst da, dass er wird auferstehen, er ist der Erste, der wird auferstehen, und dann werden wir auferstehen, welche Christus gehören, wenn bei seiner Ankunft heisst. Also offenbar hat es da auch wieder von einer Wiederkunft, von einem Wiederkommen von Jesus Christus, und das wird offensichtlich auch der Punkt sein, wo wir werden auferstehen. Und wenn wir vom Auferstehung reden, dann müssen wir es eben manchmal ein bisschen differenzieren, dass wir von der Auferstehung von unserem Körper auch reden. In unserem Geist sind wir von neuem geboren, oder? Und sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, 17. Die neue Schöpfung, die lebt jetzt schon in uns innen. Die sind wir bereits. Also unser Geist muss nicht auferstehen, sondern dein Geist ist von neuem geboren. Neuem geboren in neues Leben hier. Was schlussendlich muss auferstehen oder wird auferstehen, wenn wir nicht, ausser wir werden dann noch leben, wenn Jesus zurückkommt, ist unser Körper. Dass wenn unser Körper gestorben ist und der Verwesung übergeben worden ist oder dem Feuer übergeben worden ist, dann braucht es das Wunder wieder. Die Bibel redet von der Auferstehung von den Toten, wo nachher wieder die Menschen, der Körper, der vollendete Körper, der unverwesliche Körper, der Körper, der nicht mehr wird sterben, der Körper, der nicht mehr wird leiden, dass er kann, keine Krankheit mehr wird, dass er kann, wo es kein Leid mehr wird sein, keine Müdigkeit und all diese Sachen, der Körper werden wir überkommen. Und so ist das einfach mal ganz kurz ein kleiner Abriss über Auferstehung. Fakten auch von der Auferstehung, also rein von der Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus Christus ist geschichtlich gesehen sehr gut dokumentierte Begebenheit. Also man kann nicht einfach kommen und sagen, ja weisst, die Auferstehung von Jesus Christus, die hat es gar nicht gegeben. Die ist dokumentiert, die ist nicht nur dokumentiert anhand von der Schriften, die wir haben in der Bibel, sondern die ist auch in anderen Schriften, in anderen Geschichtsbüchern, ist die sehr gut dokumentiert. Also die Auferstehung von Jesus Christus ist auch von den Historikern ist etwas, was angesehen ist, das ist ein Fakt, das hat es gegeben. Da haben Geschichtsschreiber, weltliche, haben auch darüber geschrieben. Das ist nicht etwas, wo man einfach sagt, das kann man nur glauben oder das kann man ausblenden oder so, sondern das ist etwas, was es gegeben hat und auch sehr gut dokumentiert ist. Und das wäre natürlich etwas anderes. Ich habe mal ein Morgen gemacht, wo wir einfach über die Fakten geredet haben, wo beweisen, dass Jesus Christus lebt und auferstanden ist. Wir müssen aber auch sehen, dass die Auferstehung etwas ist, wo wir sehen, alles, was ein Grundstein ist von der Lehre, ist etwas, was wir im Alten Testament sehen, wo wir im Neuen Testament sind.
Und auch Auferstehungslehre von Auferstehung, die sehen wir im Alten Testament, die sehen wir im Neuen Testament. Und das ist auch etwas, was uns Sicherheit gibt, dass das ein Fundament ist, dass das etwas ist, was existiert, etwas ist, wo Gott schon von Anfang her, von der Anfangsgeschichte von der Menschheit immer wieder im Mensch hineingelegt hat und ihm gesagt hat und ihm Offenbarung gegeben hat, dass es eine Auferstehung gibt und dass er ein Gott von der Auferstehung ist. Wir können es sehen, wenn wir es im Alten Testament ein bisschen anschauen, ein paar Sachen, dann sehen wir die Lehre von der Auferstehung durch die Zusicherung, die das Wort uns gibt. Und da können wir zum Beispiel den Hiob lesen. Unser lieber Freund, der Hiob, Kapitel 19. Vom Hiob hören wir noch immer so schlechte Sachen, oder? Aber er hat sehr gute Sachen in all seinem Buch drin. Und dann im Kapitel 19 vom Hiob, im Vers 25, da macht der Hiob eine Aussage und sagt, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Das sind auch oftmals, das sind vielleicht Schriftsteller, die man manchmal hören, oder? Wo vielleicht auch oftmals zitiert werden, gelesen werden, auch bei einer Beerdigung. Aber es ist nicht nur eine Schriftstelle zum Tod, sondern es soll eine Schriftstelle sein, eine Verheißung sein zum Leben, oder zum neuen Leben, eben zu dieser Auferstehung. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Und bemerkt die Aussage, die der Hiob macht, ich werde aus meinem Fleisch Gott schauen. Er sagt nicht, ich werde Gott einmal im Geist sehen. Sondern der Hiob, eins von den ältesten, wenn nicht das älteste Buch in der Bibel, der Hiob selber sagt, wenn ich mal vor Gott bin, werde ich aus meinem Fleisch, mit meinem Fleisch, werde ich Gott sehen. Mit meinem Körper. Offensichtlich mit meinem Auferstehungskörper. Oder er sagt ja, mein Erlöser lebt. Und wenn alles aus Staub ist, das ist auch das Buch, was heisst, Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche, oder? Das sind auch die Verse, die wir aus dem Hiob herauslesen. Aber er sagt, mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte, der noch über dem Staub wird sein. Wenn ich gestorben bin und alles zu Staub geworden ist, schlussendlich werde ich meinen Erlöser sehen aus meinem Fleisch raus, mit meinem Körper. Da sehen wir, wie eine Auferstehung auch bereits schon verkündet wird. Im Psalm 17, ein paar Seiten weiter führen. Psalm 17, Vers 15. Psalm 17, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Und da sehen wir, dass es ein Erwachen ist, ein Aufwecken, ein Auferstehen auch, wo er davon sagt und er redet davon, ich werde in dein Angesicht sehen. Ich werde dich sehen, ich werde dich sehen, Gott sehen, in Gerechtigkeit. Auch das sehen wir, wie in den Psalmen da schon Auferstehung verkündigt wird. Oder im Psalm 16 zum Beispiel, in den Versen 9 bis 11, Psalm 16, gerade ein bisschen weiter rein. Was heißt, darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch, bemerkt das wieder, mein Körper wird in Sicherheit ruhen. Denn mein Leben wirst du dem Sheol, also dem Totenreich, nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Und natürlich ist das sicher auch
ein Hinweis auf die Auferstehung von Jesus Christus hin, dass er die Verwesung wird nicht sehen, dass er nach 3 Tagen wird auferstehen. Aber es ist genau gleich auch ein Hinweis auf uns, was heißt, nämlich, dass wir werden mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Auch wenn wir gestorben sind, werden wir in Sicherheit sein. Und der Tag wird kommen, wo er uns wird auferstehen. Der Daniel ist auch einer von diesen Propheten, das im Daniel Kapitel 12, wo auch ganz eine interessante Aussage macht. Daniel, der ist da nach dem Hesekiel. Und Daniel ist ja auch einer, der relativ viel Offenbarung bekommen hat, auch über die Endzeit, über wie es am Ende vom Zeitalter wird aussehen und was wird passieren. Und das ist ja auch, Auferstehung ist auch etwas, Entrückung ist auch etwas, was gegen das Ende vom Zeitalter nachher passieren tut. Dann Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, da heißt: Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, werden auferweckt werden. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Es ist noch interessant, dass der Daniel da eine Unterscheidung macht, dass es eine Auferstehung gibt, offensichtlich eine Auferstehung zum ewigen Leben und dass es eine Auferstehung gibt zur, wie er es beschreibt, zur Schande, zur ewigen Abscheu. Jesus selber redet in den Evangelien von der Auferstehung zum Gericht, dass Leute, die nicht an Gott glauben, auch die werden in alle Ewigkeit leben. Aber die werden nicht auferstehen zum ewigen Leben mit Christus, sondern die werden auferstehen schlussendlich zum Gericht, oder? Wo sie gerichtet werden und nachher eben gemäss unserer Doktrin, gemäss der Bibel, schlussendlich in der Hölle werden landen. Was tragisch ist, aber das Konsequenz ist von nicht an Gott glauben. Aber der Daniel redet auch von einer Auferstehung, sogar von einer zweifachen Auferstehung, dass es eine Auferstehung gibt. Und natürlich sehen wir auch immer wieder, auch in der Prophetien, auch im Alten Testament, auch da sehen wir, dass in den Prophetien von den Propheten, wenn sie über Christus zum Teil prophezeit haben, aber auch über den Leib Christi prophezeit haben, dass sie über die Auferstehung prophezeit haben, über das ewige Leben, dass die Toten sollen leben. Die Toten sollen leben. Oder? Und da gibt es Bibelstellen, können die so aufschreiben im Jesaja Kapitel 26, Vers 19. Jesaja 26, Vers 19 ist eine von diesen Stellen und eine andere ist im Hosea Kapitel 13, Vers 14. Hosea Kapitel 13, Vers 14. Und ich schlage so die schnell auf, weil die ist gerade nach dem Daniel, kommt gerade der Hosea, das ist gerade gäbig. Hosea Kapitel 13, Vers 14. Und da haben wir eine von diesen Prophezeiungen. Aus der Gewalt des Sheol, aus der Gewalt des Totenreichs, Sheol ist das Totenreich, sollte ich sie befreien, vom Tod sie erlösen. Wo sind Tod, deine Dornen? Wo ist Sheol, Totenreich, dein Stachel? Also aus dem Totenreich wird der Menschen wieder zum Leben hervorbringen. Das ist nichts anderes als die Lehre von der Auferstehung. Und in den Prophezeiungen sehen wir das, sei es beim Jesaja, beim Hosea und bei anderen. Etwas, was wir auch immer wieder sehen im Alten Testament, wo man verschiedene andere Lehren auch anwenden kann, ist die sogenannte Typologie. Oder die Schattenbilder, die man im Alten Testament sehen, wo ein Schattenbild oder ein Typus ist für das, was im Neuen Testament dann richtig wird passieren. Und da gibt es ja so verschiedene Sachen, oder? Das heisst ja, eine von diesen Typologien ist zum Beispiel das Passahlamm, was sie gefeiert haben. Und das Passahlamm hätte ja ein Lämmli sein, wo
rein war, es musste vollkommen sein, sie mussten es prüfen und es hat kein Knochen gebrochen werden an dem Lämmli und so weiter. Das Passahlamm war eine Typologie und schlussendlich auf Jesus Christus, wo das wahre Lamm Gottes ist, ohne Fehler, ohne irgendwie Sündhaftigkeit, sondern vollkommen, wo sein Leben, sein Blut gegeben hat. Das ist eine von diesen Typologien, die wir im Alten Testament sehen, wo wir aber auch im Neuen Testament können nachher Vollbringung sehen davon. Aber im Zusammenhang von Auferstehung können wir sicher sehen, dass auch das Leben von Josef so eine Typologie ist, so ein Schattenbild ist. Das Leben von Josef, wo in die Grube geworfen worden ist, wo ja seine Brüder wollten umbringen, und weil er einen etwas schöneren Mantel bekommen hat als die anderen, haben sie ihn einfach einen Kopf kürzer machen. Sie waren eifersüchtig. Der Ruben, der älteste Bruder, der hat sich eingesetzt und hat gesagt: Nein, komm, lass es nicht so krass sein, sondern lass uns ihn einfach ein bisschen blutig schlagen und ihn schlussendlich in eine Grube rühren und ihn verkaufen als Sklave in irgendeine Karawane. Und das haben sie nachher gemacht. Sie haben ihn in die Grube geworfen und dort war er, bis eine Karawane kam ist und der Potiphar oder die Karawane hat ihn mitgenommen als Sklave und in Ägypten ist er dann ans Haus von Potiphar gekommen und er hat dort gedient. Aber er ist in die Grube gekommen und die Botschaft, die zu seinem Vater Jakob gekommen ist, war: Schau, das sind Kleider, sie sind voll Blut, sie sind verrissen. Das ist das Einzige, was wir noch von ihm übrig haben. Offensichtlich ist dein Bub, ist dein Sohn umgekommen. Wir konnten nichts mehr tun für ihn, oder? Er ist für tot, ist er hinterlassen worden, aber ist natürlich, wie wir wissen, zu einem neuen Leben, zu einem anderen Leben, in einem anderen Land ist er wieder hingekommen. Und wir sehen es im Leben von Josef immer wieder, auch dort, wo er ins Gefängnis gekommen ist, ist er aus dem Gefängnis rausgekommen und hat immer wieder die Erlösung, die Auferstehung oder aus dem Tod bliebene oder für tot glaubt, ist er wieder zum Leben hervorgekommen, oder? Der Jakob auch, wo glaubt hat, mein Sohn ist tot und jetzt erlebe ich es doch noch, dass er das erlebt, oder? Auferstehung, das ist auch ein Symbol, eine Typologie von der Auferstehung. Oder allerdings die Opferung vom Isaac, der Abraham, wo der Isaac opfern tut. Und da sehen wir ja auch, wie der Abraham, insbesondere wenn wir Hebräer gehen, lesen und im Römerbrief, wie der Abraham glaubt hat, dass wenn er seinen Sohn schlachtet und opfern tut auf dem Altar, dass es offensichtlich Gott ihn wieder muss aus den Toten auferwecken. Weil er sonst kein Erbe hat und Gott hat mir versprochen, dass der Isaac mein Erbe ist, dass er soll das Land erben und all das Segen soll an ihn weitergegeben werden. Und der Isaac, beziehungsweise ja, der Isaac, aber auch der Abraham, haben in die Auferstehung geglaubt. Das war etwas, was sie fixiert sind, was sie einen Glauben hatten, was sie eine Überzeugung hatten, was ja heisst, dass der Abraham glaubt hat, dass Gott fähig ist, seinen Sohn Isaac aus der Asche raus zu erlösen, wieder aufzuerwecken. Genau. Oder dann haben wir noch eine andere Typologie im Alten Testament, das ist der Jona, der im Fisch war, oder? Der verschlungen worden ist und für tot geglaubt war, aber nach 3 Tagen wieder ausgespuckt worden ist. Aber auch das sicher eine Typologie auf Christus hin, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung, aber somit auch auf die Auferstehung gesamthaft, dass auch wir werden auferstehen. Also wir sehen, dass im Alten Testament sehen wir es durch Schriftstellen, durch Zusicherung, wir sehen es über Prophezeiungen, wir sehen es über Typologie, dass es
dass die Auferstehung ein Teil war, was die Leute damals geglaubt haben. Und man sieht es aber auch durch Beispiele, dass eben auch Leute vom Tod auferweckt worden sind. Und da haben wir ja die verschiedenen Beispiele, insbesondere in den ersten und zweiten Königen, wo auferweckt worden sind. Zum Beispiel 1. Könige Kapitel 17 ist so eine Begebenheit. 1. Könige Kapitel 17. In Vers 17 bis 24. Das ist der Sohn von der Frau, also von der Mutter in dem Sinn. Und es geschah, 1. Könige Kapitel 17, Vers 17. Nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, hat sie zum Prophet gesagt: Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen, um meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und er legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurück. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück, und es wurde wieder lebendig. Da haben wir eins von diesen Beispielen, wo der Elia, der Prophet, der Sohn von der Frau, wo ihm auch eine Herberge gegeben hat, wieder auferweckt, wo es wieder zum Leben kommt, oder? Von den Toten auferweckt worden ist. Ein anderes Beispiel im 2. Könige Kapitel 4, im Vers 32 bis 35 und im Kapitel 13 haben wir weitere Beispiele. Es gibt verschiedene Beispiele im Alten Testament, wo Leute vom Tod auferweckt worden sind. Natürlich müssen wir verstehen, dass die Leute schlussendlich später raus wieder gestorben sind, dass sie nicht eine Auferstehung erlebt haben. Sie sind auferstanden zu ihrem natürlichen Leben wieder, aber sie sind schlussendlich wieder gestorben und sie werden dann schlussendlich mit uns in der Auferstehung von den Gläubigen zusammen auch zu ewigem Leben auferstehen. Aber auch das, die Auferstehung schon oder die Zurückbringung zum Leben, ist bereits auch wieder ein Beispiel, das auch das Alte Testament darüber redet und Beispiel gibt, dass Menschen aus dem Tod wieder zurückgekommen sind. Genau, dass es das immer wieder gegeben hat. 2. Könige, Kapitel 4, was ist das? Ja. 2. Könige 4. Ja, lass uns da Verse 32 bis 35 lesen. Was heißt, und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu, betete zum Herrn, und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände, beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Da ging er wieder in das ha im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin, und stieg wieder hinauf, beugte sich über ihn. Da nieste der Junge siebenmal, und der Junge schlug seine Augen auf und er schwitterte lebendig sein. Auch da sehen wir, wie Leute oder wie der Junge, wie der Bursch wieder zum Leben gekommen ist. Interessanterweise sehen wir eigentlich in der Bibel, wie im Alten, wie auch im Neuen Testament, nie, wie alte Leute wieder erweckt werden. Es sind immer relativ. Oder man könnte so sagen, es sind Leute oder sind Personen, die noch zu jung sind zum Sterben. Aber man sieht nie, dass alte Leute
wieder zum Leben auferweckt worden sind. Genau Grund weiß ich nicht wieso, aber es ist einfach eine Beobachtung, oder? Dass vor allem junge Leute, die das Leben noch vor sich haben, dass die zum Leben wieder erweckt worden sind. Also das sind Sachen, die wir im Alten Testament sehen, nur ein bisschen weit abrissmässig, wo Doktrin oder die Lehre der Auferstehung verkündet wird. Wenn wir das Neue Testament anschauen, auch dort sehen wir wieder die Zusicherung, die Festlegung und die Behauptung oder das Wort selber, wo behauptet und wo uns Richtlinien gibt zur Auferstehung. Und da haben wir ja aus dem 1. Korinther 15 haben wir ja bereits schon gelesen. Das ist sicher eine von den Hauptstellen oder eine wichtige Stelle, weil dort relativ viel Informationen vorhanden ist über Totenauferstehung. Was da, wenn wir da vielleicht einfach zwei Verse lesen, 1. Korinther Kapitel 15, der Vers 42 und 43. Was einfach so zusammenfassend heißt, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, also unser Körper, der vergänglich ist. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Dass man das sieht, dort redet die Bibel, gibt uns Information, gibt uns Bestätigung, dass es eine Auferstehung gibt und gibt uns natürlich noch ein paar Details, wo wir dann später darauf eingehen, dass es eine Auferstehung gibt und was alles damit zusammenführen tut. Aber zum Beispiel auch Jesus Christus, Matthäus Kapitel 22, ich weiss, wir schauen da relativ viele Bibelstellen an. Aber es gibt uns einfach Fundament, es gibt uns Beweislage, dass das Wort richtig ist und dass wir da nicht einfach irgendetwas verzapfen, sondern dass die Bibel selber enorm viel zu sagen hat über die Auferstehung. Dass wir werden, wenn wir sterben, nach dem Tod, dass es dort ein anderes Leben gibt, dass es ein neues Leben gibt und dass auch für unseren Körper, dass es eine Hoffnung gibt, dass wir werden, unser Körper wird auferstehen. Matthäus 22, der Vers 30. Und da heißt: Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht: Ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Von Lebenden. Und als die Volksmenge es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. Vielleicht ist es auch noch wichtig zum Verstehen, dass in gewissen Gleichnis oder in der Evangelien sehen wir manchmal, wie Sadduzäer zu Jesus kommen, oder? Heisst, und Sadduzäer sind zu Jesus gekommen und haben ihm eine Frage gestellt. Und die haben sie eine Frage, man sieht hier im Vers 23, an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagten, es gebe keine Auferstehung. Und das ist wichtig zu verstehen. Sadduzäer ist eine Gruppe, ist eine Sekte, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Die haben einfach daran geglaubt, wenn der Tod ist, wenn man stirbt, dann ist fertig. Dann gibt es kein weiteres Leben, gibt es kein ewiges Leben. Und das sind immer die zu Jesus gekommen sind und gefragt haben: Ja, wie wird das sein? Wir kennen da den Heidi Müller, der hat geheiratet und ist seine Frau gestorben und dann hat er die zweite Frau geheiratet und die ist auch gestorben und so hat er 7 Frauen gehabt und alle sind gestorben. Wenn er dann aufersteht, mit wem ist er denn geheiratet? Mit allen 7 oder mit Nummer 1 oder mit Nummer 4 oder kann er auslesen oder wie wird das sein? Oder? Und sie fragen das, obwohl sie eigentlich gar nicht in den Auferstehung glauben, oder? Also es ist von der Sadduzäer her auch eine Fangfrage. Darum geht auch oftmals Jesus gar nicht so direkt auf das ein, sondern er sagt
Es wird eine Auferstehung geben, aber es wird sich die Auferstehung, wir werden nicht zu einem Leben auferstehen. Wir haben andere Aufgaben in diesem Leben und es wird nicht so sein, wie es jetzt wird sein, oder? Aber Gott ist ein Gott von den Lebendigen. Einfach zum Wissen, weil das manchmal noch interessant ist, was die Sadduzäer für Fragen stellen tun. Johannes, Kapitel 5 zum Beispiel, dort macht Jesus auch eine wunderbare Aussage. Johannes Kapitel 5, im Vers 21. Da sagt Jesus: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also Jesus sagt, mein Vater tut die Toten, weckt wieder auf. Es gibt eine Auferstehung. Er weckt sie wieder zu neuem Leben auf. Und genauso ist auch die Kraft mir gegeben. Und ich kann auferwecken, wer ich will. Und natürlich ist es sein Verlangen, dass er sagt ja selber, ich bin die Auferstehung. Er redet da davon, ich bitte Auferstehung. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, wo sie miteinander reden, sagt sie, ja, auch ich weiß, dass es eine Auferstehung gibt. Oder am Lazarus, seine Schwester, sagt auch, ich weiß, dass es eine Auferstehung gibt und dass der Lazarus dann irgendeine wird auferstehen, aber er ist jetzt gestorben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Und genau dort ist auch wieder ein Teil, wo man sieht, wie Jesus den Lazarus von den Toten wieder zurückholt. Und er aufersteht. Offensichtlich. Ja, wo er das auch gerade demonstrieren tut. Und so haben wir verschiedene andere Stellen, wo die Bibel voll ist und das Neue Testament voll ist, wo es über die Auferstehung reden tut. Jetzt einfach da zwei, drei Sachen. Oder wir sehen ja auch dort von Paulus, wo er da ein bisschen lang geredet hat, da der eine Jüngling zum Fenster rausgefallen ist und auch verstorben ist, oder? Und der Paulus eigentlich ganz gemütlich den wieder zum Leben zurückholt und erweckt wird, oder? Paulus selber aber auch, wo zur Stadt ausgeschleift worden ist, nachdem dass er gesteinigt worden ist. Und man hat ihn dort liegen lassen, weil man geglaubt hat und gedacht hat, die sind davon ausgegangen, er ist gestorben. Und Gott ihn offensichtlich wieder aus den Toten auferweckt hat. Im Neuen Testament auch dort sehen wir Prophezeiungen, die Auferstehung hindeutet, und wir sind ja da jetzt im Johannes Kapitel 5, dann lasst uns da die Verse 28 und 29 lesen. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zu der Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also da redet Jesus weiter über die Auferstehung und da ist eben jetzt auch so, wie es der Daniel auch gesagt hat, dass es eine Auferstehung gibt zum ewigen Leben und eine Auferstehung gibt zur Schande oder eine Auferstehung gibt, wie es Jesus sagt, zum Gericht. Und offensichtlich sind das zwei Auferstehungen, die können voneinander gehalten werden, die offensichtlich auch nicht zum genau gleichen Zeitpunkt passieren tun. Aber es gibt eine Auferstehung, Halleluja, eine Auferstehung des Lebens. Und das ist ja die Auferstehung, die wir dazugehören tun, oder? Weil unser Name ist im Buch vom Leben ist der aufgeschrieben. Und so sind wir Teil von dieser Auferstehung zum neuen Leben. Und Jesus sagt, wundert euch darüber nicht. Also, sind euch im Klaren, das passiert, oder? Das wird, eines Tages wird das passieren. Und so gibt es verschiedene andere Stellen, wo wir sehen, oder im Kapitel 6 zum Beispiel, vom Johannes, im Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, Vers 39,
der mich gesandt hat. Also Jesus redet da wieder und sagt, das ist der Wille. Wer hat Jesus geschickt? Gott, oder? Gott Vater. Und was ist jetzt, was der Wille von Gott Vater ist? Der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Also das ist der Wille von Gott, Gott Vater. Und Gott Vater hat unter anderem Jesus geschickt mit dieser Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die er Jesus delegiert hat, seinem Sohn delegiert hat. Schau, dass nichts verloren wird. Schau, dass alles, was uns gehört, auch all unsere Kinder, all unsere Söhne, alle Christen, dass sie auferweckt werden am letzten Tag. Das ist sein Wille. Halleluja. Das ist seine Aufgabe. Und so sehen wir das, auch Prophezeiung, dass wir das deutet auch auf das, was Jesus noch wird tun, weil das hat er noch nicht gemacht, das wird er noch tun, sind das auch Prophezeiungen. Und so gibt es noch viele andere Prophezeiungen, zum Beispiel im Lukas Kapitel 14, im Vers 13 und 14. Das können wir die noch lesen und dann haben wir das drittes Beispiel. Lukas Kapitel 14, Vers 13 und 14. Da heißt es, sondern wenn du ein Mahl machst, also wenn du eine Mahlzeit machst, so lade arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also das ist auch unser Handeln, unser sehr praktischer Handeln, was er ja da redet mit Spiegeleierbraten. Mit dem Mittag machen, mit einem Suppe kochen und jemanden einladen, der uns nicht einfach zurückgeben kann. Sondern jemanden einladen, der Not hat, jemandem Armen können zu dienen. Jesus sagt, in dem Tag der Auferstehung, es wird dir vergolten werden. Du wirst einen Lohn dafür bekommen. Halleluja. Also jetzt Suppe kochen. das wird eine Auswirkung haben, oder? Und vielleicht sehen wir nicht immer die Auswirkung voll und ganz da, wenn wir sie in der Manifestation, aber der Tag wird kommen, Jesus sagt, es wird dir vergolten, also du wirst eine Bezahlung, du wirst einen Lohn überkommen. Bei der Auferstehung von den Gerechten. Dass unser Handeln eine Belohnung hat, oder? Dass wir dort eine Belohnung überkommen. Das Neue Testament hat natürlich auch Beispiele von Leuten, die auferstanden sind. Das haben wir, wie wir das schon gesagt haben, oder? Und natürlich ist Jesus Christus das einzigartige, gute Beispiel von der Auferstehung, weil er ist nicht auferstanden wie ein Lazarus. Der Lazarus, der ist auferstanden, ist aber auch später raus wieder gestorben, oder? Der Jairus ist auch, oder die Tochter vom Jairus, die ist auch mit 12 Jahren gestorben und sie ist durch Petrus und Jesus, die dort gewesen sind, ist sie auferstanden, ist sie wieder zum Leben gekommen. Aber später, aus irgendeinem, ist sie wieder gestorben, weil sie lebt nicht mehr unter uns. Sonst könnten wir ja mit ihr reden und sie interviewen, wie das war an diesem Tag. Oder der Witwe, ihren Sohn und so weiter. Oder die alttestamentlichen Beispiele, die wir angeschaut haben. Aber Jesus, er ist das ultimative Beispiel von der Auferstehung, wo auferstanden ist mit dem neuen Körper von der Auferstehung. Und das sehen wir im Neuen Testament. Wenn wir da zum Beispiel auch Epheser Kapitel 2 aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 2, dann haben wir auch da eine wunderbare Stelle, wo wir auf uns können beziehen, oder? Wir wissen, Jesus Christus, wie ich gesagt habe, auch geschichtlich ist das einer von einem guten
historisch gesehen eine Begebenheit, die geprüft ist, wo bewiesen ist, wo niedergeschrieben ist in verschiedenen Schriften, säkulären, wie aber auch in den Heiligen Schriften niedergeschrieben ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Da im Epheser Kapitel 2 im Vers 6 heißt: Er hat uns mit auferweckt. Halleluja. Dass wir das bereits schon sehen können, da können wir uns im Geist, wo wir wiedergeboren sind, können wir uns mit ihm eins machen, dass wir in ihm sind, in Christus, sind wir mit ihm auferweckt worden und wir sind mitversetzt worden oder mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Und das ist nicht etwas, was wir passieren, sondern das ist passiert, wo Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist, zu neuem Leben, da war der Punkt, wo wir auch sind auferweckt worden. Dass wir uns mit ihm eins machen. Es ist nicht immer so einfach, mit unserem Hirn das zu verstehen. Aber das ist eine Identifikation, wo wir uns trainieren können, begeben. Wie das Wort sagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Und wenn du einen Spiegel brauchst, um zu schauen, wie du aussiehst, ob du ob die Scheitel richtig liegt, ob du noch Strubel hast, das Make-up gut sitzt und so weiter. Da brauchst du ein Spiegel, um dich zu betrachten. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist der Spiegel. Und wenn du den Spiegel anschaust, insbesondere die paulinischen Briefe, dann siehst du, ah, das bin ich. Ich bin mit auferweckt mit Christus an himmlischen Örtern. Da siehst du, wie du beschaffen bist, wie du gemacht bist, in welche Position, dass du versetzt worden bist. Und natürlich wissen wir, dass wir noch auf dieser Welt leben, aber geistlich gesehen sind wir mitversetzt worden an himmlische Götter mit Jesus Christus. Und dass wir das glauben, im Glauben können wir das annehmen, können wir das für uns in Anspruch nehmen. Amen. Auch wenn wir noch das Langendal, unsere Füße auf Langendaler Boden haben, können wir das glauben, ich bin mitversetzt worden mit Christus an himmlische Örter. Wenn die Auferstehung passiert, das wird etwas sein, das universal wird sein. Also das wird, die Auferstehung wird nicht nur einfach im Oberaargau passieren. Es wird nicht nur einfach in Sri Lanka passieren oder in einem Teil von Afrika, sondern die wird universal sein. Das wird auf der ganzen Welt, wird das gesamthaft zur gleichen Zeit stattfinden. Es wird etwas sein, wo einen rechten Einfluss oder einen Impact, wie sagt man, einen Eindruck wird hinterlassen auf die Welt und auf die, wo werden zurückbleiben, wenn die Auferstehung. Ich rede von der Auferstehung, ja, von der Totenauferstehung. Das hat natürlich mit der Entrückung auch unter anderem zu tun, ja, natürlich. Wir alle müssen verstehen, also alle Menschen haben ewiges Leben. Wir als Christen insbesondere haben ewiges Leben. Und wir werden auch auferstehen zu ewigem Leben, zu einer ewigen Existenz. Mit Christus zusammen. Aber auch die, die nicht an Christus glauben, die haben auch ein ewiges Leben, aber nicht ein ewiges Leben mit Christus, oder? Sondern ein ewiges Leben, wo eben, wie die Bibel redet, wo in der Hölle wird stattfinden, wo Zähne knirschen und heulen und schlimmes Qualen wird vorhanden sein. Aber das ist nicht der Grund, warum das Gott möchte ja die Leute von der Hölle retten. Darum hat er ja die Erlösung geschickt, darum hat er ja Jesus geschickt gehabt, damit wir können erlöst sein und dass wir können Menschen, die auf dem Weg sind zur Verdammnis, dass wir sie können davor warnen können, dass sie können umkehren können, dass sie können Entscheidung machen für Christus. Also somit müssen wir auch verstehen, dass schlussendlich werden alle Menschen, ob Christ oder nicht Christ, ob gläubig oder nicht gläubig, werden alle Menschen auferstehen. Alle. Die Frage ist einfach, zu welchem Leben? Oder zu ewigem Leben oder einfach zu einer Existenz? In Abgeschiedenheit von Gott. Es gibt hier zwei Möglichkeiten.
Aber alle Menschen werden schlussendlich auferstehen. Jesus hat sie selber gesagt, wir haben es ja gelesen im Johannes Kapitel 5. Die einen zur Auferstehung zum Leben, die anderen zur Auferstehung zum Gericht. Alle werden auferstehen. Also Johannes 5, 28, 29, das sind sicher diesbezüglich eine wichtige Stelle. Und ich sehe das auch mit dem Daniel, hat er das auch schon gesagt gehabt, diesbezüglich. Lass uns aber jetzt mal einfach die Auferstehung der Gläubigen anschauen, wie das, was die Bibel da darüber sagt. Die Auferstehung der Gläubigen. Wir sind hier ja am Epheser. Und dann lassen wir uns ein paar Seiten weitergehen, wo wir zum Thessalonicher kommen. Der Brief, erste Brief an Thessalonicher im Kapitel 4, wo wir ein paar Verse lesen dürfen. Erster Brief an Thessalonicher. Thessalonicher war ja eine von den ersten Städten, wo Paulus, als er nach Europa kam, und Philippi, Thessalonicher ist ja nur etwa ja, eine gute Stunde Autofahrt voneinander entfernt. Und er war in Philippi, ist nachher auf Thessalonicher gekommen, bevor er nachher dann abends auf Athen und Korinth gegangen ist. Aber in Thessalonich hat unter anderem sind Leute oder sind auch Brüder unterwegs gewesen, wo der Gemeinde gesagt haben, die Auferstehung, die der Paulus euch erzählt, glaubt dem nicht, die Auferstehung ist schon lange passiert. Das ist schon lange passiert. Das hat keinen Sinn, dass ihr auf die Auferstehung noch wartet oder glaubt, dass es noch eine Auferstehung gibt, sondern die Leute, die auferstanden sind, die sind bereits schon auferstanden. Es hat auch eine Meinung gegeben, dass die Leute gemeint haben, dass bei der Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus, dass das auch schlussendlich so ein Zeitpunkt war, wo nachher für andere, wie das tausendjährige Reich, nachher angefangen hat. Wo einfach die Zeiten ein bisschen anders anschauen, die verschiedenen Abschnitte. Und auf alle Fälle haben die Thessalonicher haben die Frage gehabt, auch an Paulus, ja, wie ist jetzt das mit dieser Auferstehung? Können wir jetzt darauf warten, dass die noch geht? Liegt die jetzt noch vor uns oder liegt die schon hinter uns? Haben wir es verpasst, oder? Und der Paulus gibt auf diese Frage, gibt er ihnen eigentlich Antwort, im Vers 13 bis 18. Und dann sagt er, wir wollen euch, Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die Entschlafenen sind die, die schon gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wer hätte keine Hoffnung? Die, die nicht glauben, die, die Christus nicht in sich tragen, die ist Christus ist die Hoffnung, oder? Jesus sagt, dass er die Hoffnung ist von unserem Leben. Und die, die keine Hoffnung haben, das sind die Ungläubigen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen oder die, die gestorben sind durch Jesus, mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, der Entschlafenen, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus sagt, bringt Klarheit darin hier, dass die, die schon gestorben sind, die im Glauben gestorben sind, dass die
dass es dort nicht irgendwie eine Unterscheidung gibt, dass die einen die anderen überholen, sondern dass es eine saubere Abfolge gibt, dass die, die schon entschlafen sind oder die schon gestorben sind, wenn das Signal kommt, wenn der Tag vom Herrn da ist, wenn Jesus Christus zurückkommt, dass die zuerst werden auferstehen, also ihre Leib wird auferstehen, im Glauben oder ihrem Geist, da sind sie ja schon mit Jesus zusammen. Oder? Aber ihre Leib, sie sind noch nicht mit ihrem verherrlichten Leib im Himmel, sondern einfach in ihrem Geist sind sie ja von dort. Aber ihre Leib ist noch da, auf dem Planet. Oder ist da gewesen, ist verwest und ist nicht mehr auffindbar. Und das sagt Bibel, dass die, wo gestorben sind, dass die werden zuerst aus dem Tod oder die, dass sie werden auferstehen und dass wir nachher mit ihnen, die, wo noch leben oder die, wo zu dem Zeitpunkt noch werden leben, wenn wir das sind oder nicht, das weiß ich nicht, vielleicht aber auch nicht. Aber die, wo denen noch leben, die werden nachher auch entrückt werden. Die, wo tot sind, die werden auferstehen, ihr Körper wird auferstehen und wir leben ja dann, wir müssen ja, brauchen ja dann nicht eine Auferstehung in dem Sinn, weil wir ja dann leben, aber unser Körper wird verwandelt, wo Verweslichkeit Unverweslichkeit annimmt, oder? Und zusammen werden wir nachher emporkommen, werden wir uns mit Christus im Himmel treffen. Das ist Die einen sagen, das ist die Entrückung, oder wir Christen sagen dem, das ist die Entrückung, oder der Rapture, wo eben den Tod nicht schmecken werden, die dann leben, eben ins Unverwesliche Grab verwandelt werden und so mit Christus auferweckt werden. Und die anderen, es ist aber eine Begebenheit von beidem, die zusammen passiert. Es ist die Auferstehung von den Toten, die schon gestorben sind, zusammen mit der Entrückung von denen, die noch leben. Und man nachher sich zusammen mit Christus treffen tut. Das heisst dann, denn der Herr selbst, also ja, wie heisst es im Vers 17 zum Beispiel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, am Schluss vom Vers 16. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Zugleich, also es ist einfach ein Treffen miteinander, oder? Und werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Das ist ein Beispiel, wie die Bibel die Entrückung oder die Auferstehung beschrieben tut. Ein anderes Beispiel ist im 1. Korinther 15. Da sind wir ja auch schon gesehen, haben einfach einzelne Verse gelesen gehabt, aber lassen wir uns mal den ganzen Abschnitt noch lesen, von Vers 50 bis Vers 57. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben. Das ist ja das, was ja Paulus im Thessalonicher auch sagt. Die einen, die gestorben sind, werden auferstehen und die noch leben, die werden entrückt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir werden alle verwandelt. Unser Körper muss verwandelt werden, weil der natürliche Körper kann nicht in alle Ewigkeit leben. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich
sein. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen, dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes, aber die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Also wir haben den Sieg in Jesus Christus. Der Tod, so wie es da beschrieben wird, der Tod wird besiegt werden. Der Tod oder die Abtrennung wird besiegt werden. Der Tod ist besiegt. Halleluja. Und Sterblichkeit wird Unsterblichkeit anziehen. Und das ist etwas Wunderbares, was wir da sehen können. Vielleicht noch eine Stelle aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 20. Das ist das zweitletzte Kapitel in der Bibel. Offenbarung Kapitel 20. Auch da sehen wir die Begebenheit von der Auferstehung der Gläubigen. Und der Johannes beschreibt das und sagt: Ich sah Throne im Vers 4. Offenbarung 20, Vers 4, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig. Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten, also offensichtlich gibt es da auch noch eine zweite Gruppe, wie wir das schon gesehen haben beim Daniel, wie wir das gesehen haben bei Jesus, wie wir es auch jetzt sehen da in der Offenbarung. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Das ist die Hoffnung, das ist die Botschaft der Bibel bezüglich der Auferstehung und bezüglich dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Und er sagt ganz klar, dass es wohldehend oder glückselig diejenigen, die der ersten Auferstehung werden teilhaben. Amen. Und das ist die erste Auferstehung, ist diejenige, eben die Auferstehung zum Leben. Nicht zum Gericht, sondern die Auferstehung zum Leben. Und das ist die Auferstehung, die wir vorher gelesen haben, auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wir müssen verstehen, dass es auch, wir wissen ja, da gibt es noch die Zeit von der Trübsal, oder? Nach der Entrückung fährt die sogenannte Trübsalszeit an, die 7,5 Jahre. Wo nachher nochmal ein Abschnitt vom Alten Testament wird sein und vieles an Verfolgung und viel Schlimmes wird passieren. Und das sind in diesen Verse 4 diejenigen, die sich dort in dieser Zeit für Christus entschieden haben und einen Stand eingenommen haben und das Mahlzeichen nicht angenommen haben einfach den Widerstand geleistet haben in ihrem Glauben, die werden dann auch auferstehen. Also es gibt auch weiterhin eine Auferstehung und Auferstehungen, oder man könnte auch sagen, Entrückung auch in der Trübsalszeit, wo Leute werden weiterhin auferstehen. Aber es gibt eine erste Auferstehung und glückselig, wer da dabei ist. Das ist der Punkt, wo wir werden dabei sein, dass wir in dieser Auferstehung werden dabei sein. Halleluja. Und nicht zu einer Auferstehung vom Gericht, sondern die Auferstehung zum ewigen Leben, wo wir mit ihm werden zusammen sein.
Paulus sagt, und lass mich vielleicht mit dem abschließen im Philipperbrief Kapitel 3. Im Philipperbrief Kapitel 3. Da macht ja der Paulus die Aussage, und er sagt ja auch, am Anfang sagt er ja auch, dass er im Zwiespalt ist, ob er jetzt soll heimgehen zu Jesus sein oder ob er soll da bleiben. Und er sagt ja, dass bei ihm zu sein, dass es viel besser ist. Oder? Und im Kapitel 3, da in den Versen 10 und 11, sagt er, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Also das ist sein Verlangen, oder? Er sagt im Vers 7, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte es alles für Verlust und unübertreffliche Größe, damit ich die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und er haltet das andere alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er will Christus gewinnen. Und aus dem muss er, sagt er im Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Das ist das Verlangen, das er hat. Er ist ja am Ende von seinem Leben, von seinem Dienst. Indem ich seinen Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Sagt er. Und da im Deutschen ist es jedes Mal im Vers 10, im Vers 11 ist das Wort Auferstehung drin. Und im Urtext ist im Vers 10 ist das Wort Anastias Auferstehung drin. Und im Vers 11 ist das Wort Anastias auch drin. Aber es ist noch das Wort vordran, Eck Anastias. Wir kennen vielleicht das Wort, die Gemeinde Ekklesia, oder? Und das, die Präposition Eck hat die Bedeutung von heraus. Heraus. Oder Ekklesia, die Gemeinde, dort wo Gemeinde, das Wort Gemeinde in der Bibel gebraucht wird im Griechischen, ist das Wort Ekklesia. Und das heisst herausgerufen. Aus der Welt rausgerufen worden. Christus hat uns rausgerufen. Heraus, oder? Aus etwas raus. Und Paulus sagt da mit Vers 11, dass er in die Auferstehung teilhaben will. In die besondere Auferstehung, eben in die Auferstehung vom Leben. Dass er herausgerufen, heraus aufersteht, wird werden, oder? Das ist sein Verlangen. Und nicht nur einfach, er geht auch davon aus, dass offensichtlich natürlich alle Menschen werden irgendeine auferstehen. Aber er sagt damit ganz klar, ich will nicht einfach in irgendeiner Auferstehung sein, sondern ich will heraus. Ich will aus dieser besonderen, in dieser besonderen Auferstehung, will ich auferstanden werden. Das ist sein Verlangen. Die Auferstehung zum Leben, die Auferstehung der Gläubigen. Halleluja. Das dürfen wir auch teilhaben. Das ist etwas Wunderbares. Genau. Und lass mich da so einen Punkt machen. Ja, das ist noch Material, das wir nachher anschauen können, wie die Auferstehung ist, wie unser Körper ist, wie, von was wir ausgehen können, wie das wird verstanden finden, was wir mit dem Körper können machen können, vergleichen, was auch Gründe sind von der Auferstehung und so weiter. Und wie wir mit dem Körper, was wir können auch erwarten können. Und ja, dass wir das vielleicht das nächste Mal so können anschauen. Vor allem, wir danken dir einfach für
die Auferstehung, für die Kraft von der Auferstehung. Und vor allem, wir danken dir, dass es eine Auferstehung von der Lebendigen gibt und eine Auferstehung zum Leben. Und danke dir, dass wir da teilhaben haben, dass auch die Kraft von der Auferstehung ist eine Kraft, die auch an uns wirken soll. Du hast gesagt, dass die gleiche Kraft, die gebraucht worden ist, wo Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass diese Kraft und der Geist auch unser sterbliches Leib erquicken tut. Und Vater, in dem Sinn ist Auferstehungskraft in kleinen Dosen Heilungskraft. Danke dir, Vater, dass wir auch einfach jetzt gerade im Moment einfach dürfen eine Erquickung erfahren von dir. Dass du unseren Körper berührst, Halleluja. Dass unser Körper nichts Schlimmes ist, dass Fleisch nicht schlimm ist, sondern dass du es geschaffen hast. Jesus Christus selber ist im Fleisch gekommen, ist im Körper gekommen, in körperlicher Gestalt. Fleisch, unser Körper ist nichts Schlimmes. Und vor allem, ich danke dir, dass er geheiligt ist durch dein Wort, dass er geheiligt ist durch den Bund, den wir haben und dass er erquickt wird mit der Auferstehungskraft. Vater, wir loben dich, wir preisen dich da dafür und danke, Herr, dass wir eine Hoffnung haben und dass wir den Menschen können von dieser Hoffnung erzählen und dass wir ihnen können einfach einen Weg, ganz einfach den Weg können aufzeigen, dass du sie liebst, dass du für sie gestorben bist, dass du sie erlöst hast und dass sie einfach Ja sagen da dazu. Und dass sie dann das Gericht nicht auferstehen werden fürs Gericht, sondern auferstehen werden zum Leben, zum ewigen Leben. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir die Botschaft, das Evangelium können verkündigen und können so auch, wie der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für alle, die an ihn glauben. Danke dir auch dafür, in Jesu mächtigem Namen. Amen.